und jetzt möchte ich, dass wir nochmal das Foto, das Motiv mit den Bienen und Hasen und dem ganzen Obst und Gemüse machen. Noch einmal die Pyramide. Jetzt ist es halb und wir haben die Presse eingeladen. Vielleicht kommt da gleich noch jemand. Und deswegen machen wir noch einmal das schöne Bild. Kommt doch nochmal nach vorne. Ja, für die Leute, die sich jetzt zugeschaltet haben, wir sind hier vor dem Landwirtschaftsministerium, französische Eckstraße, Ecke Wilhelmstraße. Infos zur Veranstaltung findet ihr unter www.meine-landwirtschaft.de. Nochmal www.meine-landwirtschaft.de. Zwischen dem Mais wachsen darf und auch mal eine Fallobstwiese angesagt ist. So wollen wir, dass die Landwirtschaft aussieht und dass die Politik in Brüssel dafür gemacht wird. Diese Reform steht jetzt an in den nächsten Wochen. Und jetzt ist aber die ökologische Vielfalt bedroht von der Agrarindustrie. Denn gerade werden die Gelder nicht in Streuobstwiesen und in ökologische Vielfalt gesteckt, sondern in agrarindustrielle Produktion, Ziden und Monokulturen. Das möchten unsere Feldhasen nicht, das wollen unsere Bienen nicht und auch die Erbsen und die Äpfel fangen an, dagegen zu rebellieren. Sie schließen sich heute an, unserem Protest. Auch sie wollen das nicht mehr. Auch sie haben es satt. Monokulturen! Wir haben es satt. Agrarindustrie. Wir haben es satt. Massentierhaltung. Wir haben es satt. Bienensterben. Wir haben es satt. Höfe sterben. Wir haben es satt. Monokulturen. Wir haben es satt. Höfe sterben. Wir haben es satt. Agrarindustrie. Wir haben es satt. Tierfabriken. Wir haben es satt. Pferdefleischskandale, wir haben es satt. Dioxinskandale, wir haben es satt.
Und was wir wollen, ist eine Landwirtschaft, die grüner und gerechter wird. Gerechter, so wollen wir unsere Landwirtschaft grüner, gerechter.